Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Ausgabe von Angezockt, und zwar mit Call of Duty World War II, einem der meist erwartetsten Spiele im Shooter-Bereich überhaupt im Jahr 2017. Und die Beta ist ganz, ganz, ganz frisch zu zocken. Und natürlich will ich euch das jetzt nicht vorenthalten. Hier in dem Fall handelt es sich bei um den Multiplayer-Part und selbstverständlich schauen wir da jetzt mal zusammen rein. Da seht ihr schon, sie sind begeistert, dass wir dabei haben. Sledgehammer Games findet es auch total supi. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein. This is headquarters. Your home away from home and the center of your time here off the front line. If you're not out there in the field, this is your place to advance your career. So gear up, train hard, and get to know your fellow soldiers. We're well supplied, but you've got a lot to learn. Every man and woman on this beach knows this was just the first step in pushing back the Germans. We're counting on you to help us push through to the Rhine. Also, wir müssen an den Rhein durchbrechen. Von dem her schauen wir mal, was der Anfang für uns mitbringt, wie immer bei... John P. Andrews and I'm here to recruit you to the US Army Infantry. As infantrymen, you will experience more combat than any other branch in our multinational force. You will be the tip of the spear. For that reason, you will receive individual skills training and be made fit to fight. The instruction you will receive emphasizes individual rifle marksmanship and hand-to-hand combat, so you will be able to engage the enemy at any range. At longer engagement distances, you will rely on your skills as infantry riflemen to destroy the enemy. Up close, you will receive instructions on how to fight with the bayonet. Sweat in training saves blood in battle. As long as you have your brothers in arms and your rifle, you are unstoppable. And if something tries to stop you, show them what a bayonet can do to anything in the way. Let's get to work. Wie immer bei den Folgen Angezockt, wollte ich gerade sagen, zeige ich euch Sachen, die ich selber noch gar nicht gesehen habe. Ich habe noch keine Sekunde reingespielt. Dementsprechend habe ich jetzt gerade auch die Fresse gehalten, weil ich selber hören wollte, was der nette Mann gesagt hat. Also man kann hier jetzt scheinbar auswählen. Welcome to the Airborne. We are the most well-trained, physically fit and battle-ready unit in the US Army. Being a Sky Soldier requires peak physical fitness, mental and emotional toughness and unhesitating courage. It doesn't get any more dangerous than this. We're the first in the fight and we're the last thing opposition wants to see. We are hunters from the sky. If you think you've got the guts, then gear up, get on board and let's go kick some Axis ass. Und natürlich will ich euch alles präsentieren, also gehen wir mal jede Möglichkeit durch. Pay close attention. The sooner we get the introductions out of the way, the sooner we can get to blowing things up. My name is Major James Parks of the Royal British Armored Division. Our armored forces have one mission, and one mission only. Engage and destroy the enemy. We specialize in direct combat with opposing armored forces, strong points, and fighting positions. And we're also frequently called upon to provide for direct fire support for our comrades in the infantry. A weapon that is issued in our branch down to the squad level is the light machine gun. As a member of the armored division, it will be your duty to clear the way for our brothers in arms. If we don't do our job, then they can't do theirs. We fight for king and country, but most of all, we fight for each other. It is an honor to be armored. Never forget that. Now, let's get started, shall we? Also sehr gemacht mit den ganzen Vorspannclips. Welcome, soldiers, to the Canadian Mountain Division, the most elite unit in the entire Allied Armed Forces. If you want to run headlong into Axis strongholds, try the infantry. But if you want to make your shot count, then we have a place for you. You are the eyes of the unit. You take in everything. The whole world lives between your crosshairs. Find your vantage point and execute the mission. They can't hear us, they can't see us. By the time they detect us, it's too late. If you have a keen eye and a steady hand, if you have the patience to wait for the perfect shot, if you can quiet the world around you and do what needs to be done, then look nowhere else but the Mountain Division. Und last but not least. Attention. Welcome to the Resistance. We do not have the luxury of time as our enemies are closing in. So I will be brief.
We are the pioneers of a new expeditionary force, specializing in sabotage and covert operations. We operate by night, raiding supply points for weapons and explosives, including the incendiary shotgun shells that spark flames, creating a hailstorm of fire that consume our enemies. If you want to join us, you must be willing to sacrifice everything for the good of your countrymen. We are the French Expeditionary Force. We are the fire that will burn down the Axis Empire to the ground. Vive la Résistance! Vive la France! Also ihr seht, es gibt verschiedene Länder, natürlich, wie es damals üblich war, Kanadier, Amerikaner, Franzosen und so weiter. Und in dem Fall Expeditionsstreitkräfte, Gebirgsjäger, Panzerdivision, Luftlandedivision oder die Infanterie. In dem Fall würde ich mich jetzt einfach mal der Infanterie da anschließen. Und jetzt kann man hier sagen, okay, welche Division, Grundausbildung kann ich hier scheinbar auch noch was machen. Aha, schneller im Sprint nachladen, Waffenkörper schneller nachladen, Feindziele werden auf größere Entfernung angezeigt und Abdeckung, bla bla. Erhält einen Werfer als Sekundärwaffe. Oh ja, das klingt gut. Dann die Primärwaffe. In dem Fall die M1941 oder Garand. In dem Fall sehen wir, wir haben keinen Freischalttoken mehr, also müssen wir uns damit wohl begnügen, was wir hier haben. Hierbei gibt es dann noch zusätzliche Ausstattungsoptionen. Jetzt eben noch nicht, sind wohl alle gesperrt. Und wir haben hier die Bazooka, den Werfer. Okay. Granaten oder taktische Blendgranate, aber wir nehmen natürlich eine Splittergranate und sagen, jo, das passt. Und jetzt sagen wir mal, wählen, weiter. So, und schon kommt der Noob nicht mehr weiter. Ah, okay. Mehr erfahren. Division, ja, um den Kampf zu gewinnen. Punkteserien. Um Plattenschwerer Feuerkraft zu wenden. Aha. Und die Akte. Ja. Da wird man natürlich ein bisschen angeführt. In dem Fall der Rangfortschritt. Ist der Private. Und in dem Fall überspringen wir mal das mit dem Konto. Und sagen einfach, wir wollen jetzt einfach mal zocken. Also, gehen wir ein Spiel suchen. Sagen hier, wir suchen uns ein öffentliches Spiel. Team Deathmatch, Herrschaft, Hardpoint, Krieg. Oder Moshpit. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen den Krieg. Und da sehen wir schon, da gibt es den einen oder anderen Spieler ebenfalls schon am Start. Und zack, schon sind wir voll. Und ich bin hier gefühlt der Einzige, der Noob ist mit meinem Level 1. Die anderen sind da schon definitiv weiter als wir. Ihr seht, in 30 Sekunden geht's los. Anakin Skywalker ist auch dabei, also von dem her kann es nur eine gute Runde werden. Viele, die gerade rausgehen, die denken sich, oh, Level 1, mit denen habe ich gar keinen Bock. Ihr seht es jetzt plötzlich lauter Level 1er, vorher gerade noch dicke dabei. Aber es geht ja wirklich darum, einfach mal zu zeigen, was passiert hier so und wie schaut es aus. Den Skill, den werden wir einfach mal sozusagen gedanklich rausschneiden. Aha, wir müssen die Flakgeschütze zerstören. Kommunikationsanlagen der Achsenmächte müssen erobert werden. Flussbrücke. Also auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Zeug dabei. Und ich nehme einfach mal das, was wir da schon ausgewählt haben. Oh ja. Wir müssen eine Batterie von Luftabwehrgeschützen zerstören, die unsere Bomber vom Himmel holt. Wir müssen jedoch durch Feindgebiet und diese Geschütze ausschalten, bevor die Deutschen Verstärkung bekommen. So, da bin ich. Da springe ich schon als erster raus. Klar. Nicht anders zu erwarten. Nehmt den Kommandoposten ein und sichert Berichte über die Verteidigung der Deutschen. Okay. In dem Fall, den gibt's auch. Was war jetzt? Warum? Hä? Ich war so gut. Ist das? Toll.
Ich würde sagen, wir ersparen uns das jetzt nochmal, sondern ich springe jetzt in das gleiche Game und dann sehen wir uns im Spiel nochmal wieder. Wir müssen eine Batterie von Luftabwehrgeschützen zerstören, die unsere Bomber vom Himmel holt. Wir müssen jedoch durch Feindgebiet und diese Geschütze ausschalten, bevor die Deutschen Verstärkung bekommen. Dann schauen wir mal, was jetzt da diesmal so geht. Klar, wir sind der Zweite, der rausspringt diesmal. Und gucken, was da jetzt vorne möglich ist. Scheinbar müssen wir in das Haus. Nehmt den Kommandoposten ein und sichert Berichte über die Verteidigung. Den Kommandoposten einnehmen. Naja, das sollte ja machbar sein. Da sind Deutsche im Kommandoposten. Lass mal die Granaten rein. Scharfschütze, in Deckung. Okay, der Granatwerfer, der Ding geht gut. Gegen ihr Sperrfeuer! Kämpft um den Kommandoposten! Übernehmen den Kommandoposten! Gibt's ja nicht! Nein! Da kriegt er mich noch down. Da hat er sich gut zurückgezogen und da war er eigentlich schon angezählt. Aber in dem Fall habe ich da leider nicht genug machen können. Aber mein Team hat schon den Kommandoposten geholt. Sehr schön. Schaut super aus, grafisch, muss ich sagen. Wir haben den Kommandoposten eingenommen. Die Daten der Deutschen helfen uns, den Krieg zu gewinnen. Errichtet eine Brücke und ersetzt die, die Deutschen. Jetzt müssen wir die Brücke hier klar machen. Scheiße, sie haben ihn erwischt. Feindlicher Abwurf! Die Brücke wird gebaut. So, vielleicht kann ich den Gegner ein bisschen überraschen. Okay, da kann ich noch nicht hin. Also hier bin ich noch ganz klar falsch. Ach, da oben aus dem Fenster. Mann, ey. Hat er mich natürlich gut aufs Korn genommen. Ist halt anders als World of Tanks, muss man einfach mal feststellen. Feinde in der Scheune! Überwachungspunkt vom Haus! Schütze, unten bleiben! Errichtet die Brücke! Das gibt's ja nicht. Der ist da immer oben drin, hat eine gute Position, ist da schön in Deckung. S-Mine gelegt. Und da sieht man, zack, kurz ans MG. Und es reicht halt dann auch schon. Ja, aber den habe ich mir wenigstens mal mitgenommen. Aus seinem doofen Haus da oben. Rausgeschossen. Und ihr seht ja, wie viele da stehen. Die haben da einfach eine super Position. Aber ah, schön, wie hat er den Einschlag schön gesehen und da die Rakete gut fliegen sehen mit der Bazooka. Geil gemacht, visuell, nur natürlich spielerisch doof. Oh, und da ihr seht, man kommt hier nicht rüber. Die haben das so gut im Griff. So ein Sniper. Zack, zack, zweimal einfach geschossen. Easy peasy für den. Und auch hier wieder. Da sind sie in einer guten Position. Also das Verteidigen ist hier definitiv stark. Wir haben zwar auch kurz den Einschlag jetzt gesehen vom der Rakete, aber hier in dem Fall gerade. Und nochmal einen. Zweimal jetzt zwei mit der Rakete rausgenommen.
Aber den einen, der da an der Rakete saß, an der... Verstärkungen sind eingetroffen, bevor wir die Brücke errichten konnten. Da waren sie leider sehr gut in dem Fall und ich nicht so. Aber da muss ich einfach mal sagen, das ist wirklich unfassbar schwer, da auf der Brücke das einzunehmen, wenn die einfach einen guten Sniper haben. Und da schreibt auch einer, Sniper ist so OP vom Gegnerteam. Klar, der ist natürlich froh über seinen Sniper. Und da muss wir müssen den Feind aufhalten, bis unsere Verstärkungen eintreffen und unsere Flakgeschütze verteidigen können. Jetzt müssen wir wohl das Gleiche machen. Diese Batterie wird feindliche Bomber vom Himmel fernhalten. Jetzt sind wir nur auf der Seite der Achsenmächte unterwegs. Aber wir haben gerade gesehen, also auf der Brücke muss man nicht großartig viel tun, außer den einen, der da immer hinrobbt, sich dann zur Brust nehmen. Verteidigt den Kommandoposten mitsamt den darin lagernden Geheimberichten. Wir müssen natürlich erstmal hierher kommen. So, und wie gesagt, na klar, wenn man so ein bisschen zockt, kommt man auch so langsam im Aim rein. Aber ich bin jetzt nicht einer, der da jetzt vorläuft, sondern die sollen ruhig mal herkommen. Die Mannen. Ich schmeiße eine Granate! Boah! Sie dürfen den Kommandoposten nicht überrennen! Natürlich nicht. Bin ja echt drin. Oi, 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 oi. Wenn ich im Krieg gewesen wäre, du. Wie viele Teamkills ich wohl gemacht hätte. Ich glaube, ich wäre kein angemessener Mate gewesen für meine Jungs. Sie nehmen den Kommandoposten ein! Oh, jetzt hat mich die Granate von hinten so überrascht, die dahergekommen ist. Dass ich davon ein bisschen sozusagen dizzy war, keine Ahnung. Sie greifen den Kommandoposten an! Oh! Dahinter noch der eine! Aber wieder mal Sniper, gell? Sniper, Sniper und nochmal Sniper. Aber man sieht schon, dafür, dass wir den ersten Punkt zu schnell genommen haben, tun sich die da verdammt schwer. Zwei Minuten, bis unsere Verstärkungen da sind. Oh, von hinten! Schnell wieder rein in den Kampf. Also, die Atmo ist Wahnsinn, muss man einfach sagen, wie es ist. Verstärkungen sind gleich da! Da ist jemand! Feuerschutz! So, mal ein bisschen da mit Raketen reingehalten mit der Bazooka. Das ist jetzt mein Punkt. Noch eine Minute! Ich weiß nicht, warum ich die Sprengladung platzieren kann. Ah, ich kann da eine Spreng... Ach, lol. Okay. Eigentlich geil, nur ich hab's nicht gecheckt. Verteidigt den Kommandoposten! War natürlich doof, dass ich da jetzt den Gegner geholfen habe, damit sozusagen. Ah, da hat jemand aufgemacht. Oh, ich check's nicht!
Noch 10 Sekunden! Oh, Verteidiger! Oh, da geht's jetzt richtig rund, du alter Verwaller! Ah, scheiße, jetzt müssen sie die Brücke einnehmen. Aber den Punkt, den kenne ich, den habe ich. Der Feind hat unseren Kommandoposten eingenommen, aber die Schlacht ist noch nicht vorbei! Verhindert, dass der Feind die von uns zerstörte Brücke repariert, sonst kann ihr Panzer vorrücken! So, da ist der Panzer. Den wollen sie natürlich jetzt ins Spiel bringen. Auf der Straße! Der Feind darf die Brücke nicht errichten! Ah, da kommt er raus. Schnell ein Heady gegeben. Aber, Wahnsinn, guter Sniper. Der braucht gar nicht lang, um da das zu machen. Unfassbar. Verhindert, dass der Feind die Brücke repariert. Die erstmal auch da reparieren, die Jungs und Mädels. Das ist nämlich echt eine sauscheiß Arbeit. Lasst sie die Brücke nicht wieder errichten! Oh, also man sieht, ein Schuss mit der Sniper, wie stark diese Waffe einfach ist. Also für mich muss ich sagen, geiles Game bisher. 2 Minuten, bis unsere Verstärkungen da sind. Unfassbar, wie stark die Sniper hier ist. Sie bauen eine Brücke. Der Feind errichtet eine Brücke. Diese Brücke darf auf keinen Fall gebaut werden. Ja, das weiß ich, mein Freund. So, jetzt kommt da wieder ein Sniper. Habt ihr es gesehen vielleicht? Zack, der war nice. Ich schmeiße eine Granate! Alles klar, mach mal. Noch 1 Minute. So, das ist jetzt clever, was wir da jetzt machen. Lade nach! V! Aber ich lade nach! Das einzunehmen ist unfassbar schwer. Sie dürfen diese Brücke nicht errichten! Feind in der Scheune! Noch 10 Sekunden! Sie bauen eine Brücke! So, das war's dann wohl so. Tötet alle Feinde bei der Brücke! Wir haben es geschafft! Und da hat man wir gesehen, den Rückbau des Feindes verhindert. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Unfassbar unmöglich ist eigentlich fast, diese Brücke zu machen. War aber eine geile Mission und ich glaube, damit haben wir mal so einen Ersteindruck gesehen. Vielleicht nehme ich noch was anderes für euch auf, aber damit war es das und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, in dem Fall habe ich jetzt eigentlich am Schluss nochmal wenigstens gut performt und nicht ganz so gesackt, wie es zu Beginn ausgesehen hat. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder ein neues Game zu sehen. Wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.